Ja, halt mal wieder mit euch in einem Video auf meinem Channel. Ja, den Intro. Okay, bist du nicht selbstsicher geworden, wenn du YouTube machst? Ja, wie war Urlaub? Richtig king. Ja? Ja. Ihr wart in Mexiko, nice. Oder? Mexiko und danach in New York. Voll geil. Yes. Also New York, so cool. Ja. Da finde ich persönlich, glaube ich, Dubai besser, aber Mexiko, also ich muss sagen, so die ganzen Snaps so aus Mexiko und die Videos habe ich ja auch gesehen. Ja. Ich muss sagen, du hast mir so ein bisschen die Augen geöffnet, so was Mexiko angeht. Mhm. Weil ich habe jetzt so auch, ich bin ja in der Zwischenzeit dann auch 19 geworden. Ja, ja, habe ich mitbekommen. Und man, weißt du, wenn man älter wird, überlegt man ja immer so ein bisschen, was man noch sein. Wieder. Ja, wenn man älter wird, überlegt man ja immer so ein bisschen. Was heißt denn das? Was denn? Was ich gerade gesagt habe. Hallo? Achso, okay. Nein, frohe Weihnachten, glaube ich sogar. Oder? Ja? Ah, ja. Cool. Ja, ich hatte auch Spanisch damals in der Schule, waren schöne Zeiten. Auf jeden Fall. Hast du auch Leistungskurs Englisch? Genau. Ja, das wird ja dann für dein Video interessant. Und ja, wo war ich denn jetzt gerade nochmal? Sorry, Diggi. Ich hab dir die Augen geöffnet, was Mexiko angeht. Ich hab dich genau interrupted. Warte nochmal. Scheiße, wo war ich denn jetzt? Ich hab dir die Augen geöffnet wegen Mexiko. Ja, weil genau. Dort, weil wenn du älter wirst, dann genau, genau. Wenn man, wenn, immer wenn man älter wird, überlegt man ja immer so ein bisschen, was man dann so, wie das weiter so, wie das Leben weiterhin verläuft. Alter, wenn du nicht in deinem Zimmer alleine bist und drehst, ist Game Over. Ich habe jetzt so überlegt, was mache ich aus meinem Leben. Ja. Und dann habe ich halt euch in Mexiko endlich gesehen und ich dachte mir so wirklich, ey, ich fahre nach, oder ich fliege nach Mexiko. Und baue Kartell auf. Wirklich, ey, ohne Spaß, jetzt Narcos Staffel 3, ich bin richtig am Suchten, so, weißt du, ist einfach voll geil. Und jetzt habe ich ja gesehen, was die für Fehler gemacht haben in den ersten zwei Staffeln. Ich bin der festen Überzeugung, ich mache das besser. Was willst du denn anders machen? Was mache ich anders? Ich mache das schon, vertrau mir. Muss doch irgendwelche Punkte geben, du musst doch einen Plan haben. Du musst dir doch was überlegt haben, wenn das jetzt dein Ziel ist. Also, guck mal, Arnold Schwarzenegger ist mit einer Plastiktüte nach Amerika. Ja. Und ohne Sprachkenntnis. Genau. Und mein Ziel ist es halt mit irgendwie mit so einem Päckchen Drogen. Ich muss ein bisschen überlegen, weil in Zürich hat es ja nicht so gut geklappt mit denen. Anderes Thema. Ich fasse ihn in der Tasche. Was ist das? Pulver. Pulver? Ja. Was für Pulver? Sollten Sie das dabei haben? Ja. Okay, Sie kommen jetzt mal mit. Dann darf ich nicht. Auf den Rücken. Aber ich probiere dann wirklich so da irgendwie reinzukommen, mhm, dass ich dann da durchstarten kann, weißt du? Ja, das ist auf jeden Fall. Da gibt es ja noch größere Gruppen und ich denke, wenn die mich dann da sehen, die werden, glaube ich, mich lustig finden, die werden sich meine Videos anschauen und werden sagen, Viva la Ron, und dann werden die mich aufnehmen und ich werde mich da so, weißt du? Und ich übernehme die Führungsposition dann da. Don Ron? Don Ron. Verdammt! El Patron? Ey. Paron? Ja. Patron Ron. Genial. Ja, oder? Das passt schon. Wie findest du meine Idee? Also, ja, also es ist Ron-mäßig. Ob es jetzt gut oder nicht ist, kommst du selber. Also Ron-typisch. Also ich hätte nichts anderes erwartet. Aber Alina ist gut durchdacht, oder? Entschuldigung, ich habe euch nichts gehört. Ich mach das schon. Glaube ich auch. Ja. Also Leute, wenn ihr irgendwie interessiert seid, ne? Können wir mal zusammen uns zusammensetzen hier? Ich habe auch eine super Idee übrigens. Also gut mit Schmuggeln und so ist auf jeden Fall, sich das Zeug so in Kondome zu machen und runterzuschlucken. So mit 20. Aber man muss zuknoten, oder? Ja, das sollte man doch dann nicht vergessen. Okay. Ja. Ja, stimmt, weil Magensäure kommt da ja nicht durch. Also es kann. Woher weißt du das? Ich hatte keinen Bio-LK, aber. Ich haben weiß das, nicht. Haben wir das, wie soll ich sagen, Übernachtungspartnerinnen erklärt? Ja, da gab es schon verschiedene Vorfälle, dass es mal versehentlich halt passiert ist. Also nicht bei mir, sondern bei anderen.
Du lachst doch nur so doof, weil Alina hinten drin sitzt. Dann würdest du gar kein Problem damit. Weil wir sind schon bei 5 Minuten 38. Was war das? Ab 10 Minuten bekommt man was? Da kann man mehr Werbung schalten, weißt du das nicht? Schalte Werbung. Obwohl, dich juckt ja sowieso nicht. Ich mach Dauerwerbesendung. Ja. Ich brauch keine YouTube. Und ja, bei mir ist halt so, ist halt geil, dann kriegst du ein bisschen mehr Kohle, wenn du ein bisschen mehr Werbung schaltest. Mhm. Und komischerweise wissen das auch voll viele YouTube-Konsumenten, die dann YouTuber schauen, die wissen das auch, ich weiß gar nicht warum. Weil da wahrscheinlich irgendwie YouTuber Videos drüber gemacht haben, dass sie sich selbst aufregen, dass andere YouTuber so viel Werbung schalten. Und in Wirklichkeit denke ich dann doch eher, dass diese YouTuber dann eigentlich mehr Werbung schalten wollen, aber es nicht können, weil die dann fertig gemacht werden und deswegen dann deprimiert sind und deswegen kein Geld machen und deswegen dann noch mehr deprimiert sind. Aber ich baue Kartell auf und mir wird's gut gehen. Während ich das Video gerade schneide, habe ich mir nochmal Gedanken drüber gemacht, wie ich den Stoff am besten nach Mexiko bekomme. Und wie es der Zufall so wollte, kam mir ein Gedankenblitz und die Lösung ist ganz einfach. Diese Dose. Es geht gerade wirklich nicht um den Inhalt bzw. um das Pulver, sondern, kleinen Moment bitte, muss ich die Dose kurz öffnen. Es geht nämlich um dieses Päckchen. Guckt mal Leute, also was genau ich damit vorhabe, erkläre ich euch jetzt. Ihr müsst dieses Päckchen nehmen, hier steht übrigens drauf nicht essen. Ihr nehmt das Päckchen, macht es auf. Also ihr nehmt das Päckchen, macht es auf, ihr nehmt den Inhalt, kippt den so ein bisschen raus, so, dass alles schön draußen ist und dann macht ihr nämlich Folgendes, jetzt ist hier nichts mehr drin, also könnt ihr hier in diese kleine Öffnung, könnt ihr dann den Stoff reintun und einfach wieder hier in den Booster tun und fertig. Und ihr kommt einfach durch. Also, ich denke, somit bin ich safe. Da kann nichts passieren. Also, falls ihr auch mal Interesse habt, mal ein bisschen was undercover nach Mexiko mitzunehmen, bestellt euch diesen Playhard. Das ist übrigens ein Booster für den Pump beim Training. Über meinen Link. Das ist der erste Link in der Videobeschreibung. Da müsst ihr einfach nur rauf, nach diesem Booster kurz suchen, einfach eingeben oder unter Booster gucken und ihn bestellen. Dann seid ihr glücklich, ich bin glücklich. Und ey, jetzt mal Real Talk, wirklich. Wenn jemand auf die Gedanken kommt, mir meine Idee zu klauen, wirklich, dann werde ich richtig wild.